Willkommen auf meinem Gym-Kanal. Mein Name ist Michael. In dieser Episode möchte ich ein Schwarz-Weiß-Foto erstellen und bei Schwarz-Weiß-Fotos bzw. bei Umwandeln von farbigen Fotos zu Schwarz-Weiß-Fotos oder auch bei der Schwarz-Weiß-Fotografie und der Nachbearbeitung hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Das ist also eine schwere Disziplin sozusagen bei der Fotobearbeitung. Und das ist auch Geschmackssache. Also jeder hat da irgendwie so seinen Favoriten. Der eine hört es gern ein bisschen dunkler, schwarz und mehr Kontrast, der andere ein bisschen weicher. Das ist also alles immer reine Geschmackssache und ein emotionales, persönliches Empfinden, wie man das Schwarz-Weiß-Bild sozusagen für sich selbst erstellen möchte, will oder kann oder und kann. Und ich habe jetzt überlegt, ich mache das jetzt wie gesagt auch mal. Und ich habe mir hier diese Vorlage gerichtet. Die gebe ich euch natürlich, den Link dazu, den gebe ich natürlich euch in die Beschreibung des Videos mit hinein. Und ich werde hier Details hervorheben, ein bisschen Dodge and Burn machen vielleicht und schärfen auf jeden Fall. Und mit einem Oberflächen-Weichzeichner arbeiten, Lens Blur und vielleicht noch mit einer Vignette. Wir werden sehen. Ich beginne damit, dass ich diese Ebene zuerst einmal dupliziere, gehe auf Farben, Werte und lasse mir das hier erst einmal automatisch einstellen. Im nächsten Schritt dupliziere ich die Ebene einmal und werde jetzt mit Kurven arbeiten, Farbenkurven. Und hier werden wir im unteren Bereich bei dem ersten Karo sozusagen, Viereck oben in der Ecke, einen Punkt setzen und werden hier das Bild ein wenig abdunkeln und im oberen Bereich, in den hellen Bereichen, werden wir das genauso machen, dass wir so eine Art von S-Kurve bekommen, nur nicht zu viel Helligkeit hineinbringen und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt rechte Maustaste auf aufs Bild, Farben abbilden, auf Farbverlauf. Und jetzt machen wir hier eben diese Gradations- oder Gradient-Map-Farbverlauf. Wir haben Vordergrundfarbe schwarz, Hintergrundfarbe weiß und werden nun dieses Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild umwandeln. Im nächsten Schritt duplizieren wir das wieder. Ich dupliziere zu jedem Schritt das Bild einfach, um ja immer sicher zu sein. Wir rufen Filter, GMIG auf, machen hier einmal groß. Ich habe hier GMIG 1.6.0.0, gehen auf Details und suchen uns hier Local Contrast Enhancement. Ja, passen wir das Bild ins Fenster ein. Hier nehmen wir beim Partialradius oder also beim ersten auf jeden Fall mal 30. Beim zweiten habe ich hier 0,11. Beim dritten haben wir 3.06 und beim vierten haben wir hier 1.36. Das sind meine Einstellungen und lassen das auf Luminanz stehen und bestätigen mit OK. Normal könnten wir hier auf Anwenden gehen, aber ich gehe auf OK, damit man das auch gleich hier im Bild sieht. So, nun dupliziere ich die Ebene wieder einmal, rufe Filter GMIG erneut auf. Und gehe hier auf Mighty Details. Ja, das gibt es dann bei 1.5.9, weiß ich nicht, ob es da schon dabei ist. Auf jeden Fall bei 1.6.0 haben wir das schon. Und hier werden große Details hervorgehoben. Wir werden das hier einmal weicher machen. Ich werde hier unten bei die Details Smoothness werde ich eingeben den Wert von 6. Und dann sieht man, dass die Details, die großen Details, ein wenig weicher gezeichnet sind und wir bestätigen hier wieder mit OK. Wie gesagt, man kann auch Anwenden nehmen, aber ich mache das einfach mal, damit man das auch auf dem Bild gleich sieht. So, im nächsten Schritt dupliziere ich die Ebene wieder, rufe Filter GMIG erneut auf und gehe hier auf Freaky Details. Bei Freaky Details gehen wir hier hin und lassen das so stehen, wie es ist und gehen hier bei Channels auch auf All,
Also nicht auf Luminanz, sondern auf All und bestätigen wieder mit OK. Im nächsten Schritt gehen wir hin und werden jetzt ein bisschen mit Dodge and Burn arbeiten. Das heißt, wir erstellen eine neue Ebene transparent und füllen diese Ebene mit einem neutralen Grau 80, 80, 80. Und nehmen jetzt die Farbe und ziehen sie uns in die soeben erstellte transparente Ebene hinein und stellen den Ebenenmodus entweder auf Überlagern oder weiche Kanten. Ich nehme hier mal weiche Kanten. Stellen uns die Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe wieder standardmäßig ein. Nehmen uns einen Pinsel. Ich nehme mal eine 0,75er Pinselspitze und gehe hier bei der Deckkraft auf 50% circa zurück und werde jetzt erst einmal hier, naja, da können wir schon vielleicht sogar 100 nehmen. Ja, und dann werden wir jetzt hier erst einmal ein bisschen das Schwarz zurückholen. Und hier in den Bereichen. So. Hier brauchen wir das nicht. Wir können das, wenn wir wollen, natürlich noch mehr abdunkeln, indem wir noch eine Ebene hinzufügen, transparent. Diese füllen wir allerdings nicht oder brauchen wir nicht zu füllen mit Grau, sondern wir gehen einfach hin und stellen die transparente Ebene auf Soft Light, also weiche Kanten oder überlagern. Dann können wir hier noch mehr abdunkeln mit dem gleichen Pinsel. Und ist halt die Frage, ob es sein muss. Ich würde sagen, nee, sonst sind die ganzen Konturen hier weg. Also löschen wir diese Ebene wieder. Jetzt wollte ich euch auch nur zeigen, wie man dann im Weiterverfahren kann. Wir löschen das. Wir gehen jetzt hin, rechte Maustaste auf die obere Ebene und sichtbare Ebenen vereinen bzw. nach unten vereinen. Im nächsten Schritt werde ich hier das Lasso-Tool auswählen und werde jetzt hier im Gesichtsbereich neben den Fingern werde ich mir eine Auswahl erstellen. So können wir das machen. Das muss nicht so 100% genau sein. Mal hier hin. Na, wo haben wir denn angefangen? So, jetzt gehen wir hin, rufen Filter auf, verbessern und scharf maskieren. Und jetzt maskiere ich das, werde ich das Gesicht noch ein bisschen nachschärfen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu hohe Schwarzanteile ins Gesicht hineinbekommen. Das heißt, wir nehmen hier oben zurück und gleich noch ein bisschen 350, 0,350. Bestätigen mit OK. Auswahl, also bearbeiten, Auswahl nichts. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir anfangen zu share, beziehungsweise mit einem Weichzeichner zu arbeiten, mit diesem Oberflächenweichzeichner. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen über Farben, Werte, die Mitten ein bisschen abdunkeln, dass es nicht ganz so krass ist. Ich würde sagen, das ist schon mal ganz gut so. Wir können, wenn wir wollen, auch noch den Bart ein wenig hervorheben über Dodge and Burn. Das machen wir aber jetzt nicht. Also erstellt euch eine neue Ebene, macht den mit der weißen Farbe, könnt ihr das dann aufhellen ein bisschen. Die Augen lassen wir auch so. Machen wir also nicht. Im nächsten Schritt rufen wir Filter auf, Light and Shadow und suchen uns hier Vignette. Das ist natürlich viel zu brutal, so wollte ich das gar nicht haben. Ich würde sagen, wir gehen mal mindestens auf 2 und hier können wir mal schauen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Wert 2 hier bei der Vignettierung und bestätigen mit OK. So, im nächsten Schritt schalten wir die Schnellmaske ein hier unten, nehmen uns einen Radierer oder den Radierer und stellen uns mal, oh, der ist ein bisschen groß geworden, würde sagen, nehmen hier beim Freistellen immer ein bisschen von sozusagen von dem Rand mit vom Gesicht und auch von den Händen. Hier gehen wir so herum. Hier bräuchte man es theoretisch nicht. Da fällt es auch nicht mehr auf, weil das ja alles schwarz ist. So, aber wir machen das mal ganz herum. Ne? Man sieht hier, dass ich in die Hand sozusagen mit hineingehe. Und
Jetzt können wir das hier komplett freistellen. Und gucken wir mal, haben wir hier noch rot. Ich mache das mal auf eine 100er Pinselspitze, 0,100. Dann ist der Pinsel hart genug, kann man leichter hier wegnehmen. So. Und hier oben auch. Noch ein bisschen hier. Dann schauen wir mal, wenn wir hier das deaktiviert haben, wie die marschierenden Ameisen laufen, ob wir was vergessen haben. Ich würde sagen, lassen wir so. Dann gehen wir hin, nehmen unser Verschiebenwerkzeug erst einmal wieder, gehen auf Bearbeiten, Ausblenden. Und hier lasse ich die 5 stehen, bestätige mit OK. Im nächsten Schritt gehen wir hin, Auswahl invertieren, rufen uns Filter GMIG erneut auf, machen das mal zu, das brauchen wir nicht, gehen hier unten auf Testing, gehen zu dem Gentleman Beggar und wenn mich nicht alles täuscht, hätte ich diese Invertierung gar nicht gebraucht. Machen wir es nochmal. Filter, RichoGimmick. Gehen mal hier zurück. Ja, und machen hier mal zu. Gehen auf Testing, Gentleman Beggar und suchen uns hier Lens Blur. Und bei dem Lens Blur ist hier natürlich die Amplitude, die man verändern kann, und da ist auch ein sogenannter Bokeh-Effekt noch mit integriert. Den brauchen wir überhaupt nicht, den machen wir ganz weg. Und das ist natürlich echt brutal. Also wenn wir hier bei der Stärke die Amplitude zurücknehmen, wir brauchen denn nicht viel von dem Lens Blur. Nehmen wir noch ein bisschen zurück. Ja, sehe ich schon, bei 5 hört es auf. Dann bestätigen wir einmal mit OK und schauen uns an, wie das aussieht. Wunderbar. Auswahl nichts. Und ich würde sagen, ja, das ist so eher nach meinem Geschmack. Vielleicht ist das hier im Gesicht ein bisschen hell. Da können wir hingehen, können das noch so ein bisschen abdunkeln über Levels und gehen hier nochmal, vielleicht in den dunkleren Bereichen ein bisschen und in den Mittenbereichen noch ein bisschen nach dunkler. Oh, nicht so viel, ganz wenig nur. Und bestätigen mit OK. Und das ist mein Vorschlag, so wie ich das gut finde. Das war das Original. Und hier ist mein Vorschlag zum Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt. Jetzt bringe ich das noch hier mit dem Pfeiltasten nach oben. Gehe auf die obere Ebene, rechte Maustaste, entferne den Alpha-Kanal, gehe auf Filter GMIG erneut anzeigen. Dann gehen wir hier auf Layers, bringen wir das erstmal ins Bild rein, Layers, und dann gehen wir auf Layers to Tiles und gehen hier bei den Eingabeaufgaben alle Sichtbaren absteigend, und da haben wir auf der linken Seite unser Original, auf der rechten Seite das, was wir erstellt haben, und da können wir das auch dann gegenüberstellen und vergleichen. Dann passen wir das Bild noch ins Fenster ein. Und so seht ihr den Unterschied deutlich. Gut, wie gesagt, das ist mein Vorschlag. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt mir einen Kommi, gebt mir einen Daumen hoch. Vielleicht und ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und stellt es zur Diskussion, baut es nach, macht es besser, nach eurem Geschmack. Und herzlichen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.